So, da nähert sich jemand, irgendwas Dickes. Ist hoffentlich niemand mit dem Fahrzeug. Achso, wahrscheinlich der Typ im Turm, der jetzt ganz sauer auf uns ist, weil wir... Ja. Yes. Das war eine ganz tolle Idee. Oh, da drüben sind Leute. Und hier hinter uns ist ja eigentlich erstmal alles gut, ne? Dann könnten wir gerade mal... Oh, da ist jemand Dickes. Ja, ganz dick. Ach, die Tarnung, also die Deckung, vielmehr. Lalala, du siehst mich, ja, er sieht mich doch und schießt lieber drauf. So, wie sieht es hier aus? Hier sieht es auch doof aus. So, Tarnung. Die schießen einfach drauf los, werfen Granaten. Ich würde ganz gerne hinter das Fahrzeug, weil das so dick ist. Ja, nein, du tust mir... Ach, Scheißendreck. Na gut, dann... Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ich wollte es auch gar nicht mit dem ganzen Bataillon hier aufnehmen, also mit der ganzen verdammten koreanischen Armee. So, nachladen. Boah. Also mit Infiltration war da jetzt nicht mehr sonderlich viel. Das können wir uns, glaube ich, abschminken. Und bitte, ach, genau, hier rum will er. Nee, ich verstecke mich auch gar nicht. Das mache ich jetzt ja auch gar nicht mehr. Das ist eine blöde Strategie. Sich zu tarnen. Könnte sein, dass da jemand drauf ist. Naja, naja, werden wir rausfinden. Ja, ja, ihr findet mich. Also dahinter sind die. Tarnfeld aktiviert. Na du? Du bist so dick, Junge. Oh, ist das gemein. Nee, also wir kommen nicht weit. Dann könnt ihr schon fast recht haben. So. Das war Nummer 1 von etwa 500. Ja, so viele sind es ja gar nicht. Also ihmchen da. Ich dich auch nicht. Ich verstecke mich nämlich vor dir. War das nicht eigentlich der Sinn vom Verstecken? Das habe ich zumindest. So, wow. Tolle Idee. So. Wieder ein wenig zurück. Flucht nach vorne. Vielleicht mal hier drunter. Achso, ich laufe gar. Achso, verdammt, verdammt. Bin gar nicht da drunter gelaufen. Das war wieder. Super Idee. Mist, da komme ich nicht rein. Ja, ich bin gar nicht da. Ich komme jetzt einfach mal auf dich zu. So. Nein, nein. Böse. Böser Junge. Hui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 . Ich bin gar nicht da. So, die kommen jetzt aber sicher alle her. So wie ich die kenne. Persönlich natürlich. Ah, es sieht immer noch schön aus, der Sonnenuntergang. Also er geht da rum, da kommen bestimmt auch noch welche rum. Aber nicht so weit, sonst kann ich dich auch gar nicht mehr finden. So, Patsch. Ausgeknipst. Ja. Das ist immer so ein bisschen gemein, wenn die so einen Todesgürtel um uns ziehen. So, und den da hinten auch noch. So, sehr hübsch. Zwischendurch noch ein wenig Munition mitnehmen. Dabei nicht töten lassen am besten. Und jemand auf dem Turm mit einem richtig fetten Gewehr steht da noch. Habe ich zumindest gehört. So, haben wir dich hier. Da hinten, genau. Da war noch ein ganz vorwitziger. Ich glaube... Ah ne, ich wollte gerade sagen, wir hätten das hier, aber... Da ist noch jemand? Nein, du siehst mich doch gar nicht. Warum machst du denn sowas? Ich hätte dich ja in Ruhe gelassen, aber wenn du nicht möchtest, kann ich dir dann nicht helfen. Das ist deine Entscheidung.
Also, da drüben wollen wir rein. Auf den Türmen. Türmen? Warum eigentlich Plural? Ich habe bislang erst einen Turm gesehen. Zwischendurch noch ein bisschen Munition. Eieiei, wir sind dicht dran. Nicht raus, natürlich nicht. Na gut. Uns am besten nur nicht umbringen lassen. Also die Typen haben sich auch noch nicht bewegt, deswegen nehme ich eben an, dass sie auf Türmen drauf sind. Okay, das war doch Munition. So, Kinder. Ich möchte euch doch gerne helfen. Das ist doch mein Hauptplan. Ach, da hinten, genau. Na gut, aber ich kann euch ja helfen. Indem ich zu doll an der Maus ziehe und dann das Kabel nicht mehr reicht. Ich dachte, da wäre jetzt noch jemand zu Fuß. Aber da oben ist, glaube ich, niemand mehr drauf. Kann aber auch sein, dass da die ganze Zeit jemand drauf war und ich ihn nur nicht gesehen habe. Na gut, hier wollen wir hin. Greife auf taktisches Netzwerk zu. Und Daten herunterladen. Gucken, was die so hergeben. Download abgeschlossen. Das sieht hübsch aus. Gute Arbeit. Wie es aussieht, konzentriert der Feind seine Truppen an diesem Berg. Das erleichtert uns die Planung des Angriffs. Außerdem haben wir die Position der Ausgrabungsstätte lokalisiert. Sie müssten die Koordinaten auf Ihrem PDA sehen, und zwar jetzt. Schnappen Sie sich ein Fahrzeug und bleiben Sie auf der Straße. Okay. So, hier sind diese Türmchen und die Ausgrabungsstätte. Dann nehmen wir am besten, ich weiß gar nicht, wie kommen wir da jetzt hin? Kann man über die Brücke heizen? Möglich. Tja, eine gute Frage, wie wir denn da eigentlich hinfahren? Hier führt ja so eine Straße lang, die geht dann da so. Achso, diese Brücke hatte ich ja ganz übersehen. Na gut, dann machen wir das halt so. Voll. Ich hätte ganz gerne noch ein bisschen Munition für unser Hauptkanönchen hier. So, und das könnte eben sein. Ist der das? Nee. Es wird auf so einem kleinen Ding hier angezeigt, dass der in etwa dort ist. In etwa. Achso. Moment. Dich ja gefunden, das ist aber schön. Das ist aber schön, guck mal. Hast du dich, vorwitziger Typ, einfach versteckt. So, das wäre Nummer 1. Und dann ist da irgendwo noch auf dem Turm. Genau, der da. Genau, dich meinte ich. Siehst mich gar nicht. Der guckt aber her. Das finde ich nicht in Ordnung. So. Maximale Panzerung. Puckig. Tolle Idee, ihm zu sagen, wo wir sind. Und danach zu behaupten, wir wären gar nicht da. So, und dich kriegen wir da, ne? Guck ruhig raus. Na. Ich glaube, das war's mit ihm. Sehr hübsch. Also können wir uns auch beruhigt ein Fahrzeug nehmen. Oder, wir könnten, weil ich das die ganze Zeit ja wollte. Moment, da ist. Ach genau, ich hätte eigentlich immer nach links drücken können, also nach oben praktisch das Mausrad drehen. Nach vorne. Dann kommen ja die Knarren da raus. Drück ruhig F, das hilft im Klettern. Aber ich habe dann immer nach rechts oder nach vorne gedrückt. Gezogen vielmehr. So, ich würde dann gerne die Schrotflinte loswerden und dafür das Scharfschützengewehr mitnehmen. Ich glaube, da haben wir Verwendung für. Könnten wir gerade auch mal einen Raketenwerfer mitnehmen. 1000 schöne Sachen. So, und jetzt ist links davon. Nee, ist da nicht. Wo sind. Genau, da ist die Pistole. Ja, ist natürlich ein bisschen ungünstig jetzt. Aber ich glaube, sortieren können wir das Ganze auch nicht. Na gut. Dann wieder runter mit unseren Stahlarmen. Das sieht aber auch echt episch aus, als wären wir mittendrin. Mit so fetten Armen. Mann, oh Mann, wenn ich mal groß bin, will ich auch so fette Arme haben. Ich werde ja nicht groß.
So, haben wir hier noch Munition rumliegen? Dann gib die bitte schnell her. Bitte, ich habe auch bitte gesagt. Ich glaube, das Auto nehmen wir nicht. Das ist nur so eine Mutmaßung, dass das nicht mehr so sonderlich frisch ist. Also einen dicken Truck könnten wir nehmen. War ich hier eigentlich schon drin? Ich glaube ja. Tja, aber eigentlich hätte ich hier viel lieber so ein kleineres Fahrzeug, ein bisschen handlicher. Ein Bagger zum Beispiel. Also auf der anderen Seite, auf der Brücke, da war noch ein Fahrzeug, das könnten wir nehmen. Oder wir nehmen tatsächlich den großen, unübersichtlichen Truck und fahren einfach mal so weit, bis wir ein vernünftiges Fahrzeug finden. Das wäre doch gerade meine Strategie. So, zack rein und los geht's. Es ist nämlich schon richtig in Fahrtrichtung ausgerichtet. Also richtig in Fahrtrichtung ausgerichtet. Ganz toll. Ist auch ausgebrannt dann. Hat zerstört, demontiert. Das stimmt, ich glaube, ich bin mal von dieser Seite zu Fuß da lang gerannt. So richtig cool. Driften kann man mit den Dingern auch nicht. Hm, naja. Wie gesagt, das ist sehr, sehr unauffällig. War die Scheibe vorhin auch schon so dreckig? Jetzt müsste man eigentlich mal einen Scheibenwischer anwerfen, da siehst du ja gleich gar nichts mehr. Achso, es könnte auch die Beleuchtung gewesen sein. So, Brücke. Dann nimm schon gleich die Aktivität zu. Also, da hinten ist jemand. Ich würde gerade mal aussteigen wollen. Dings da an. Und dann mal gucken, was da so geht. Aber ich sehe gar nichts. Also, niemanden. Na gut, dann nicht. Noch getan, das ist, glaube ich, nicht sehr sinnvoll. So, dann können wir eigentlich gerade mal darüber heizen. Und hier einen auf Johnny Rambo machen. Also mit manchen Spielen kann man ja auch aus dem Fahrzeug rausgerissen werden. Zum Beispiel in Saints Row. Da wird man ja regelmäßig rausgezogen, wenn man da Mist gebaut hat. Also ich zumindest. Wahrscheinlich habe ich zu doll Mist gebaut. Ach, verdammt, der Heli. Verdammt, aber wir haben ja zumindest adäquate Verteidigung. Der landet doch nicht etwa, oder? Nein! So ein Mist, da sind noch ganz schön viele Typen. Vielleicht erwischen wir gerade mal ein paar, solange wir noch am Boden, also. So, dich haben wir auch erwischt. Also ein Heli ist echt gemein. Ich glaube, es ist nicht mehr so viel von denen übrig. Hallo? Ist nur noch ein einziger Kerl? Naja, mach ruhig. Ist in Ordnung. Hm, der ist irgendwie in uns, über uns, auf uns. Ach so, da drin. Mensch, hätte es was sagen können. Wir können auch über sowas reden. Also, folgendes, bevor der noch mehr Leute absetzt. Schnell ins Haus rein, wo bestimmt auch noch Raketenwerfer liegen, genau. Und auch noch Präzisionsgewehr-Munition, also hätten wir eben das Präzisionsgewehr nicht gehabt, hätten wir jetzt eins. Und nun fände ich es ganz hübsch, wenn wir den Kollegen da vom Himmel holen würden. Dafür wüsste ich nur gerne, wo er eigentlich ist, und das wird hier auch nicht angezeigt, ne? Nö, wird nicht. Wenigstens sind wir gar nicht so weit von der Ausgrabungsstätte. Achso, wird er doch angezeigt. Ich bin manchmal so selten dämlich. Ist die Frage, wo kommt er denn lang? Ob er so einen Bogeneimer da dreht?